Hey Leute, und willkommen zu der vierten Folge Server-Feedback. Heute sind wir auf dem Server Unicat, ein Minispielnetzwerk. Das ist momentan ein englischsprachiges Netzwerk. Die IP ist zwar .de, aber es ist englischsprachig. Mir wurde gesagt, dass bald Deutsch verfügbar ist. Das ist aber jetzt nicht sonderlich schlimm. Wir sehen immer MMORPG Unicat oder Minigame-Network. Da würde ich vielleicht noch hinschreiben, jetzt ist ja so eine Zeit, da ist halt 1.8, 1.9, da kommt bald die 1.9. Da würde ich vielleicht noch 1.8 hinschreiben. Weil ich das halt schöner finde in der Übergangszeit, ist aber optional, ist nicht so schlimm, wenn ihr das nicht habt. Was ich nicht so schön finde, ist, dass hier unten nicht irgendwie steht, dass hier nicht irgendwie sowas steht, wie was ihr zum Beispiel neu habt oder so. Also ihr wisst, was ich meine, oder halt irgendwas halt da noch hinschreiben, das sieht so leer aus. Das Logo, das gefällt mir, das ist sehr gut. Jetzt gebe ich euch das MODD, wegen dieser leeren Leiste hier eben, nur 7 Punkte, das finde ich halt nicht ganz so schön, sieht dann ein bisschen leer aus. Ja, das ist auch nicht ganz so schlimm. Jetzt schauen wir mal auf den Server. So, wir sind jetzt hier auf dem Server, oh, der Tablet, ist so. Jetzt gehen jetzt mal, die Ding durch, im Teleporter, die schon, weil wir gleich, die aber noch nicht verfügbar sind. Hier haben wir Kit PvP. Hier haben wir das 1. Dann gibt es hier noch Super Jump, das kommt auch noch. Und Bad Wars, das kommt aber auch noch. So, jetzt gehen wir mal in 1 vs 1. So, keine Ahnung, woran gehen wir denn? Harbour? Okay. So, jetzt werden wir hier, wir sind hier im Spectator-Modus. Wie sehe ich mich? Ich sehe halt nur, mein Kopf sieht schon witzig aus. Finde ich jetzt eine witzige Idee, weil normalerweise kennt man das mit Wartelobby. Hier haben die es nicht. Ist auch eine witzige Lobby. Witzige Idee. Dumm ist halt, wenn du stirbst, dann fallst du raus, weil du fliegst ja nicht dann automatisch, weil wenn du in Spectator-Modus gesetzt wirst, das ist ein bisschen am Ende vielleicht doof. Und wie gesagt, hier geht es auch nicht um PvP. Hier wollen wir nur das Plugin testen. Rechts an der Seite haben wir das Scoreboard, wo wir die Wins sehen von jedem, wie viel Wins er von 3 hat. Hier werden 3 Runden gespielt, 3 Durchgänge. Also, wir haben hier auch noch Items. Ich kann hier eine Map abbauen. Ich zeige es euch mal gleich. Blöcke kann ich auch setzen. Hier steht, jetzt zeige ich euch das mal mit Abbauen. Ihr seht, ich kann hier abbauen und auch wieder Blöcke hinsetzen. Gut, das hier ist logisch. Also so, ich kann Sachen auch wieder hinsetzen. Bowspam kann ich natürlich auch. Das ist ohne Bowspam. Was ist denn so ohne Bowspam? Ihr wisst, was ich meine. Also von den Plugins her bewerte ich erst am Ende, weil ich finde, da muss erst noch ein bisschen, muss ich euch jetzt alles zeigen. Ich würde an der Stelle, hier mal die, das, ich finde es zu lang. Ich würde es ein bisschen kürzer machen. Entweder schreibt ihr noch was unten hin. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein Forum oder so. Oder macht es kürzer. Das ist glaube ich kleiner. Die Lobby. Da denkst du halt im ersten Moment, das sieht so aus, als gäbe es da übelst viel Spielmodi. Gibt halt erst 2. Gut, das ist halt Ausbau. Es gibt auch bekannte Server, die haben schon was erst kommt. Also da will ich jetzt mal nichts sagen. Ich finde die Lobby eigentlich generell sehr schön, die ist sehr übersichtlich. Also ich sehe schön, ich weiß nicht, ob das am Server liegt oder einfach an meinem PC, dass es sich nicht so schnell lädt. Finde ich schön übersichtlich. Da kenne ich halt schön, wo was ist, weil die auch nicht so groß ist. Ja, deswegen gebe ich für die Lobby, für das gebaute 9 von 10 Punkten, weil ich die übelst schön finde. So, jetzt bewerten wir mal das Lobby-System. Wir gucken es uns erstmal an. Hier haben wir Settings. Hier haben wir Double Jump und Boost Blades. Diese Boost Blades sind im Druckplan, ob die aktiviert werden sollen und den Doppelsprung. Hier sind Statistiken. Hier sehe ich einfach meine Statistiken. 1 vs 1, wie viele Spiele ich gespielt habe und so. Und Kit PvP. Ich bin hier auf globalen Rang 26. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich ja nicht. Joystick ist, da kann ich, hier gibt es so Lobby Features, die ich mir kaufen kann. Diese kann ich hier auch traden mit Abspielern. So gut wie noch nie gesehen, dass es so ein Trade-Stick geht. Wir hauen jetzt da irgendwie an. Und dann kann ich ihm sagen, ich will ihm, glaube ich, geht's nochmal. Ein Item adden, zum Beispiel schenke ich ihm jetzt. Ich schenke ihm 2 Schneebälle, add Item. Dann sage ich hier, dass ich Finish bin. Dann kann er noch was reinlegen. Zum Beispiel 2 Coins. Ja, das große denke ich. Und dann Accept, da muss ich akzeptieren den Trade. So, und dann tauscht ich das. So, und jetzt haben wir getauscht unsere Lobby-Sachen. So. Und ja, jetzt hat er gerade den Schneeball, den ich ihm gegeben habe, verschmissen. Ihr seht ja, jetzt kann ich hier Schneeball mir holen. Jetzt habe ich hier meine 100 Schneebälle.
Snowgun. Kann ja hier ein bisschen abschießen. Ja. Ich finde es hier mal ein bisschen doof, weil ich finde es ja gut, schön und gut, aber das ist mit den, dass man die, dass die immer leer werden und sich nachkaufen muss, fände ich, ich fände es da schön, wenn die so sagen, die wir verkaufen eine Waffe, die halt so eine Gun, die halt ein bisschen teurer ist, wo halt unendlich ist. Das fände ich halt schöner, weil ja, ich finde es halt immer ein bisschen langweilig, wenn man das kaufen muss, dann kann man halt schön damit rumspielen, finde ich. Da werden die halt mehr genutzt, würde ich finden, aber ja, das ist halt Sache, Ansichtssache. Kompass finde ich auch ganz schön, Lobby-Menü bewerte ich jetzt mit 9 Punkten, Scoreboard mit 8, weil mir das nicht so gut gefällt mit dem Ding, mit dem den Abstand. Unser der Chat, also der Chat, da sehen wir halt unseren unseren Namen und da steht da einfach unseren Text, der Text. Also ich glaube beim normalen Spiel weiß ich nicht, wann es wie es aussieht. Naja, gut, jetzt gar kein normaler Spieler. Okay, auf jeden Fall ist es halt, glaube ich, bei allen Rängen so. In der Tab sieht man aber den Rang. Ich würde hier noch ändern, dass ihr das irgendwie einheitlich macht. Sagt zum Beispiel, ich würde es so machen, im Chat vielleicht hier noch so ein irgendwas dazwischen machen, zwischen dem Name und zwischen der Nachricht, und das halt so lila lassen und das vielleicht YouTuber nennen oder YouTuber an der Seite. Und sonst finde ich das ganz nice. Tab bewerte ich mit Your Ping. Hätte ich vielleicht durch Ping ersetzt und vielleicht dann noch rechts neben dran kann man die Spieler, die hier gerade online sind, aus der Lobby machen. Ich weiß es nicht. Wenn es ein bisschen mal größer ist, dann braucht man das vielleicht. Ja. Ich will noch was zu diesem Bad Wars sagen. Ich würde an eurer Stelle das auf keinen Fall Bad Wars nennen, weil ihr wisst ja, Gomme hat da ja ein Copyright drauf gesetzt. Und es kann da vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass ihr da halt ein Copyright auf das Wort Bad Wars von Gomme gesetzt auf den Begriffen. Also alles, was mit. Wenn du was Bad Wars nennst, sonst hat halt was mit Minecraft zu tun. Und ich glaube nicht, dass das was so alt ist, dass es dann das Copyright noch nicht gibt. Ich würde einfach auf Nummer sicher gehen und es irgendwie umbenennen. Keine Ahnung. Bad Cat oder Cat Wars oder keine Ahnung. Seid kreativ, ich würde es umbenennen. Also ich finde es halt besser. Vielleicht schreibt ihr noch irgendwie, dass es so ähnlich wie Bad Wars ist. Vielleicht ändert ihr was ab. Ja, nur mal so als kleiner Vorschlag. So. Jetzt sind wir hier fertig. Wir gehen mal Kid Battle. Kid PvP, genau. Hier gibt es auch mehrere Arenen. Da geht's richtig ab. Da sind 12 Spieler drin. Ich glaube, ja. Wir haben hier unser Kid-Menü, können wir ein Kid auswählen. Hier ein Random Kid. Ja. Hier kann ich mir auch noch im Shop Items kaufen mit Coins. Da steht, wie viel ich habe und wie viel es kostet. Das ist beim Toten geht die Tod gehen die verloren. Ich würde da finde ich das halt mit dem Ding auch gut, dass ihr das so macht, dass man die nicht für immer hat, weil wenn jemand halt für immer hat, dann, ihr wisst, dann gibt es ja diese OP-Leute und das ist halt auch nicht ganz so schön. Man könnte da vielleicht machen, ja, man verkauft so eine Rüstung für so ein Diamant-Chestplate für einen Tag, ein bisschen teurer, das wäre noch eine Möglichkeit, aber ja, ist halt, dann ist man halt OP, das hat auch ein bisschen ein Problem. Ja, die Tab ist jetzt ein bisschen voller. Ja, ist halt ganz schön. Ich vermute bei den Premiums, da stand es, glaube ich, aber vorne dran. Ich würde es nicht machen. Ich würde bei den Premiums in den Tab das nicht schreiben. Nur weil so, jetzt ist mal höhere Ränge. Gut, hier gibt es eigentlich relativ viele YouTuber. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4 YouTuber. Mit mir. Dann gibt es hier noch ziemlich viele Admins. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben die ziemlich viel Großes geplant. Aber das ist nicht so schlimm. Und dann. Ich finde Kids Battle eigentlich ganz nice. Besonders wenn jetzt hier so viele Spieler und sind, man bekommt, wenn man hat Coins, wenn man die killt. Oder wenn man halt am Kill beteiligt war. Also, so, und jetzt spring halt runter, bevor ich dich hitte. Danke. Ich hätte gedacht, ich krieg Free Coins. So, und jetzt, jedes Kid hat so eine Spezialfähigkeit. Zum Beispiel bei manchen kann man so blocken und dann wird eine Fähigkeit ausgeführt. Oder bei manchen hat man ein Item, wo was ausgeführt hatte, oder hier habe ich zum Beispiel ein Wort einfach, wahrscheinlich Fischer oder sowas. Ich weiß nicht, wie es heißt. So, man hat hier immer auch mehr Herzen, wie ihr seht. Ich glaube, man kann sich auch zusätzlich Herzen im Shop kaufen, aber die sind halt dann nicht für immer. So, jetzt holen wir mal uns ein Splace Fit, was ich auch sehr gerne mag. So, ihr seht hier, jetzt ladet da unten meine
meine Munition, wenn ich das einfach mal, wenn ich jetzt Rechtsklick mache, blocken will, dann schmeiße ich die sozusagen mit diesem Blaze-Zeug da ab. Ja. So, dann kann ich ihn halt killen. Und jetzt sehen wir hier plus 16 Kreuz, weil ich 32% Damage gemacht habe von dem Kill, also von seinem Herzen. Ja. Dann war es das jetzt auch eigentlich von dieser Folge. Server-Feedback von der 4. Folge. So gut ich weiß. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über ein Abo und Like freuen. Und wenn ihr dann irgendwann auch einen Server-Feedback haben wollt, dann tragt ihn unten ein. Unten ist ein Link in der Beschreibung.